Ja, der 30. Spieltag ist zu Ende. Sportfreunde gewinnen im Wegbergweg 2:0, hochverdient. Kevin, der 5. Sieg in Folge. Wie hast du es erlebt? War ein hartes Stück Arbeit, das auf jeden Fall. Mein Gott, wir wussten, was uns hier erwartet. Der Gegner steht tief, schwer zu bespielen, die sind bissig, laufen viel. Ist doch klar, dass wir dann hinterher erleichtert waren, als die Tore gefallen sind. Aber ich glaube, es war halt, wie gesagt, verdient. Und wir sind einfach froh, dass wir jetzt die nächsten 3 Punkte gesammelt haben und das alles, was zählt. Die Tore fielen zwar so spät, aber ich denke, wer es gesehen hat, ist so verdient, oder? Ja, wie gesagt, also wir haben ja schon das Spiel bestimmt und auch viele Chancen rausgespielt. Hinterher ein paar Mal Glück gehabt bei Konter, muss man sagen. In der ersten Halbzeit gerade eine Chance. Aber vom Gefühl her war es zwangsläufig so, dass das Tor irgendwann fallen musste. Dass es dann zu spät fällt, ist natürlich eklig fürs Gefühl. Aber wie gesagt, also wir waren dann glücklich und es war dann auch verdient. Du hast das 1:0 erzielt. Ich denke auch, das Tor kann man die Anrichtung, der Ball wurde noch abgefälscht ins Tor. Aber ich glaube, dann hättest du auch so reingemacht, oder? Ja, der Ball ist durchgekommen, ich habe geschossen, der berührt den halt noch. Mein Gott, ist mir auch eigentlich scheißegal, ob ich das Tor jetzt kriege oder das ein Eigentor ist. Mein Gott, wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt. Am Montag, nur ein paar Mal schlafen, dann kommt Felbert. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist, dass es ein ähnlich hartes Spiel wird und wenn wir nicht alles rausholen, wird es auch da schwer. Also ich glaube, wir müssen einfach unsere Leistung bringen und dann müssen wir gewinnen. Danke, gute Einfahrt. Ja, das Spiel in Wegberg ist zu Ende. In Hannover verdient hat 2:0 Sieg für unsere Sportfreunde. Neben mir André D., unser Sechser. Heute eigentlich wenig zu tun gehabt, oder? Ja, schon ein bisschen wenig wie sonst. Ich denke mal, wir haben uns heute nicht mit Ruhm bekleckert, aber wir haben 2:0 gewonnen. Das zählt, glaube ich, im Endeffekt. Wir hätten vielleicht sogar in Rückstand geraten können, aber wir haben 2:0 gewonnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste am heutigen Abend. Ich denke, es waren gefühlte 80% Spielanteile. Zuerst dachten wir, also wir kommen gar nicht vorne durch, aber letztendlich eine Viertelstunde vor Schluss hat es doch geklappt. Wickberg Beth hat sich mit 11 Mann hinten reingestellt, haben seit der ersten Minute auf Zeit gespielt. Ich glaube, der Torhüter hat gefühlt 8 Minuten gebraucht für einen Abschlag. Ich glaube, das war von Anfang an das Ziel von denen, dass sie einfach nur auf Zeit spielen, das 0-0 hier irgendwie über die Bühne bringen. Ist natürlich dann schön, dass der Torwart so einen Fehler macht und uns so ein bisschen in die Karten spielt mit dem 1-0. Und dann haben wir zum Glück noch das 2-0 gemacht und dann war der Sack zu. Ja, Mönchengladbach hat heute nicht gespielt. Wir sind bis auf 3 Punkte drangekommen. Was ist dein Tipp für den kommenden Spieltag, Ostermontag gegen Felbert? Wir wollen jetzt regenerieren, morgen, denke ich mal. Und dann am Montag, hoffe ich mal, anders auftreten als heute. Heute war wahrscheinlich nicht unser bestes Spiel, aber wir wollen anders auftreten und dann hoffentlich gewinnen. Auf Gladbach gucken wir im Moment, glaube ich, gar nicht. Wir denken von Spiel zu Spiel und ich glaube, dass, wie man heute gesehen hat, ist das, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man von Spiel zu Spiel denkt. Weil so wie wir heute gespielt haben, wenn wir weiter so spielen, gewinnen wir nicht mehr viele Spiele. Ja, vielen Dank, André. Gute Einfahrt.